Block hinsetzen. Ein bisschen belastend. Ach, leck mich doch. Hm, das ist noch ein bisschen verbuggt, aber es, wenn wir es so machen, geht's eh. Super! Das sieht doch richtig geil aus. Oh Gott, ich liebe es. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Blöcke richtig hin platziert. Also müssen wir halt einfach gucken, ob das geht. So. Na, das funktioniert gar nicht. Okay. Hat sich erledigt. Ach, leck mich doch. So. Bis nach da hinten. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit der wundervollen Mobby-Farm. Mobby-Farm, ey. Okay, Spiel, leck mich da. Super. Okay. Das passt gut. Mal da noch runterschnalzen und dann brauchen wir halt noch ein bisschen Obsidian und dann hätten wir es eigentlich, wenn ich einen Haufen Obsidian ist vertan, aber das ist doch egal, wir haben die Ressourcen, also ist es mir wirklich Wurst. It is mir Wurst. Ich glaube, es geht sich mit den Stack nicht ganz aus. Nicht ganz, okay. Aber das, den Boden, da müssen wir uns merken, der ist wirklich ultra schön. Den kann man auch für draußen nehmen. Rein theoretisch. Ja, da muss ich. Tun hier. So. Ja, bin eigentlich zufrieden. Sieht halt ja wirklich geil aus. Hammer. Okay, ich finde, der Boden sieht ultra schön aus. Also da kann mir keiner was erzählen. Das sieht wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Dann haben wir diesen Raum hier unten auch mal ein bisschen ausgebaut. Das wird wahrscheinlich mit da drüben noch verbunden. Genau. Vielleicht wird auch das noch unten durchgezogen. Mal gucken. Ja. Aber ich glaube, bis jetzt sind wir da mal fertig. Habe ich denn... Travel Anchor müsste da hinten noch liegen, oder? Warte, Deep Storage. Und dann... Nee. Nein, Travel Anchor habe ich vergessen. Oh Gott. Dann gehen wir nochmal hier hin. So. Sagen wir einfach. Das wird einfach weggenommen. Und hier klatschen wir.
Mob Farm. Genau, dann haben wir die Möglichkeit hier noch Deep Storage, Fabrik und dann sind wir hier. Super. Jetzt sind wir wieder so weit, dass wir rauf müssen und die Automatisierung ein bisschen vorantreiben. Ich glaube, es sind die dynamischen Legierungen schon fertig und die Energetic Alloys. Genau. Also die sind immer noch am Verarbeiten. Ey, das ist so krass. Es geht halt einfach jetzt nur weiter, wenn hier unten mal fertig ist. Das ist alles so... Die Öfen funktionieren schon noch richtig, richtig gut. Ja. Und wir müssen halt dann irgendwann mal die Sachen zusammencraften. Wieso gehst du schon wieder nicht? Da ist auch ein Filter drin. So. Das ist alles voll. Die unten rein sind auch alle voll. Das müssen wir jetzt eh upgraden. Das machen wir jetzt. Die können wir rausnehmen. Wir müssen dann nämlich diese Doppelschicht-Kondensatoren machen. Doppelschicht. Ich kann ja eigentlich wieder Kondensatoren eingeben. Kondensatoren. So, wir brauchen Kohlestab, energetische Legierung und ja. Diese hier. Diese da. Sind ein paar, okay. Super. Und wir können hier wieder richtig Gas geben. Was fehlt uns? Dynamische. Wie sieht das aus mit dem? 9. Waren da irgendwo? Nee. Nee. Hier. Das hat schon, das hat schon. Das ist das nächste. Das ist das nächste. Geh dir voran. Wir müssen halt immer gucken, dass wir genug Energie haben. Aber die Turbinen, die sind eh am Abgehen. Also von dem her, das wird uns das, glaube ich, nicht fehlen. Genau, wir stocken ein bisschen. Braucht halt alles seine Zeit. Schade, dass man die nicht noch ein bisschen verbessern könnte. Also dann würden sie ja richtig abgehen. Genau. Was wir jetzt wieder machen, wir machen jetzt unseren kleinen Trick hier. Das muss sagen, extrahieren und das nehmen wir raus. Und brauchen ein paar Enderperlen. Eh genug. Ich teile das immer im Vorfeld so auf. Weil ich nicht möchte, dass dann irgendwann mal nur Enderperlen drin sind. Weil Enderperlen können, glaube ich, gebraten werden, soweit ich das weiß, in der Legierungsschmelze zu irgendwas anderem, was wir nicht brauchen. Ja, und ansonsten können wir so eigentlich wieder ein bisschen nachgucken, was es sonst noch für Items gibt. 770 kommt mir jetzt gerade ein bisschen wenig vor. Haben wir da nicht alles? Alle wollen wir. Creative Inventor. Wieso gibt es das Creative Inventar nicht? Alros? Was zum Teufel? Können wir das alles nicht craften? Ach, stimmt. Uff. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir gerne mit dem Dino-Mod anfangen möchten. Das wird ja auch so Hammer. Das wird so geil. Inserter. Das Shift moves items from conveyor belts and inventor. Was war das für ein Item? Hier. Inserter. Kann man nicht craften. Magnetic Craft. Das hört sich aber wirklich interessant an.
extracts oil from oil deposits, requires electricity to operate, use oil prospectors to find deposits. Aha. Solarpanel. Die haben auch wieder eine eigene... Das ist voll geil. Generates electricity from the EU. Das ist so... Ja, ich habe irgendwie Bock auf die Mod. Creative Infinite Energy. Multi-blocked structure place and right click to see the blueprint. Also the blueprint. The blueprint, alles klar. Was haben wir hier so? Uranium Rod. Oil Prospector. Ah, das ist das, wie man Öl finden kann. Jackhammer, was? Was? Oh mein Gott. Es gibt. Okay, hier ist die Energieeinheit. Watt. Ich meine, das sieht sehr interessant aus, aber es sieht irgendwie so aus, als würde es da recht wenig Sachen geben. Crafter, automatical crafts items using given recipe, uses items from internal inventory as well as a jack. Okay. Furnace fueled by heat speed proportional to temperature. Creates new materials using electricity and natural gas. Okay. Ach Gott, da gibt es auch wieder Low, Medium und High Voltage Transformer, Basic Generator. Conveyor Belt. Die sehen auch ziemlich cool aus. Okay. Sollte mich nicht so ablenken lassen. Aber ich glaube, wir haben eine Mod gefunden, die ich gerne mal auschecken möchte. Chest to add space. Was? Was? Oh mein Gott, das sieht, glaube ich, hier richtig geil aus, wenn wir das hier reinklatschen. Steinstufe. Haben wir nicht eh noch einen ME-Monitor? Nee, haben wir nicht. Oh, schade. Monitor. So viele Lootbags, ey. Wartet. Ich hole mir das nochmal ab hier. Mach das jetzt mal fertig, dass mir. Ich glaube, das reicht eh jetzt. Das sollte jetzt wirklich reichen. Dynamische Legierung gemacht. Es soll. Ne, es geht sich nicht aus, oder? Doch, es geht sich aus. Ich glaube, es geht sich aus. Es geht sich aus, ja. Wunderbar. Genau so stelle ich mir das vor. Bleiben über. Passt. Ja, schön. Cool. Und du wirst jetzt wieder insertiert. Und dann haben wir alles jetzt mal aus Maximum abgegradet. Jetzt klatschen wir alles rein. Das brauchen wir alles nicht. So. Ist das Baby jetzt eigentlich tot? Es ist infected. Es ist immer noch infected. So schlimm einfach. Magnetic Craft. Das muss ich mir merken, ey. Magnetic Craft. ME. Wo haben wir das? Ich will den Crafting Monitor. Fertigungskonsole. ME-Konsole. Leuchtfeld haben wir sicher noch irgendwo. Jo. Schön.
Formationskern. Er hat jetzt schon das verbunden, oder was? Zwei Formationskerne, also 10 Formationskerne und wie heißt das andere? Annihilationskern. Oh, da haben wir genug. Okay. Goldene Logikprozessor. Mal nicht mehr so viel. Ich glaube, die werden jetzt doch gerade benutzt. Machen wir mal. Das passt schon. Kann man eh immer brauchen. Braucht das so lange oder wieso brauchen die so ewig? Warte, auf welcher Höhe waren denn die oben? Casting Terminal war in der Mitte. Ja, eh hier. Das lassen wir einfach so rausschauen. Das passt schon so. Nicht. Okay. Logikprozessor, Fluixstab, Zertus Quarzkristall. Logic, okay, hier haben wir schon genug. Zertus Quarzkristall, einen nicht geladenen und Fluix. Haben wir auch noch. Wunderbar. Das kann ja, es Kalkulationsprozesse, okay. Und Kalkulationsprozesse. Dann sieht das schon richtig, richtig super aus. Ich mach mal. Ja, Mann. Oh, das habe ich auch mal einen Erfolg bekommen. Cool. Wirklich kommen. Da ist es. Super. Oh, back. Okay. Genau so wollen wir es eigentlich haben. Oh Gott, doch, es sind noch ein Haufen Rüstungen drin. Ach Gott, das müssen wir wirklich aussortieren. Was ist denn das? Signalum? Tom hat Signalum? Wieso Tom Signalum? Ich frage einfach gar nicht. Ah, wir haben es soweit. Ach, es braucht gerade alles noch ewig. Jetzt muss auch wieder umgedreht werden. Insortieren. Ja, es geht eh ab. Also. Genau, wenn unten mal fertig ist, dann wird wieder hineingedrückt. Es gehören sicher noch viele andere Items auch. The Rhine. Das muss sowieso weggemacht werden. Aber ich kümmere mich jetzt mal um Magnetic Craft. Heatsink, this basic works better than cooler load. Okay.
Ja, das sieht irgendwie voll lustig aus. Und ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn man halt die Sachen hier aufstellt. Das möchte ich mal bauen. Das Shelving. Shelving Unit. Magnetizer, okay. Es gibt so viele Sachen hier, es ist so wunderschön. Naja, jetzt geht es wieder mit dem Tee nicht. Ach komm, leck mich doch. Steinstufe, hier haben wir sie. Mach mich nicht schwach. Wie schaut das aus? Es sieht halt sehr cool aus und sehr. Es sieht so industriell aus. Das gefällt mir sehr gut eigentlich. Kann es hier nicht hinstellen, weil die ganzen Fackeln hier sind. Was muss denn das sein? Bruh. Achso. The sharing unit has no crates. Right click it with a chest to add one. Das ist halt so interessant, wie das hier funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt einfach eine Kiste holen und das da reinklatschen. Kiste. Achso. Es heißt ja Truhe. Oh, mich doch. Ist das eine Truhe? Ich will es mal mit einer probieren und gucken, wie das aussieht. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Warum war das Baby? Oh Gott, das hat das ist so viel Storage, ey. Das ist voll interessant. Das sieht richtig geil aus. Cool. Das heißt, man könnte rein theoretisch so einen richtig geilen Lagerraum machen. Voll interessant. Das sieht, ich finde solche eigenen Texturen halt richtig geil. Habe ich jetzt eigentlich schon. Warte, das muss ich jetzt mal checken. Okay. Ach ja, doch, muss ich noch machen. Uff. Was ist denn jetzt los? Muss ich mir gleich angucken. Aus irgendeinem Grund wollen keine Items mehr rein. Vielleicht ist es im E-System voll. Aber wenn das jetzt wirklich wieder der Fall ist, dann hasse ich es. Nee. Hä, wieso sind jetzt gerade so viele Items rausgefallen? Hä? Kollege? Was willst du uns damit sagen? Ich guck mal zur Sicherheit nach. Ich will mich interessieren, ob da unten wirklich. Oh, hallo Mr. Enderman. Nee, wir haben noch genug Storage. Wir haben ewig viel Storage eigentlich. Achso, der hat eine Enderperle gedroppt. Ich glaube, da kann man halt richtig geiles Zeug damit machen. Ich finde, das sieht halt echt cool aus. Ich muss das halt wieder weg tun hier. So, das können wir auch mal mit zu machen. Das sieht ja voll lässig aus, weil hier die Flammenschlitze sind. Muss ich mir mal alles angucken. Das ist so cool. Magnetic Craft. Okay. Okay. Bin halt sehr interessiert immer an neuen Items und ich probiere da immer herum, obwohl ich gar nicht weiß, für was ich die brauche. Rig Furnace, a furnace fueled by heat, speed, proportion of the temperature. Mhm. Heat IO. Sieht alles so cool aus. Crushing Table.